In diesem Video werden wir uns einer Situation widmen, und zwar, wir wollen einen Kundenausweis über einen Drucker drucken. Das mag jetzt relativ unspektakulär zuerst einmal klingen. Der Hintergrund ist ein anderer. In Wabi Profi 3 haben Sie bei den jeweiligen Stammdatenformularen sehr, sehr viele Möglichkeiten, etwas auszudrucken. Hierzu sollten Sie natürlich auch einen Drucker hinterlegen können. Das können Sie auch in Wabi Profi 3 in den Systemeinstellungen, in der Kategorie Hardware, in der Karteikarte Drucker wiederum, finden Sie verschiedene Einstellungen, wo Sie sagen können, ich will das Tagesstandard auf einem Drucker drucken, DIN A4, Bones irgendwo hin drucken, wie auch immer. Jedoch ist es aufgrund der Vielfalt, die Sie in Wabi Profi 3 haben, nicht möglich, jede Druckoption zu konfigurieren. Und wenn wir, wie in diesem Beispiel, eine Ausnahmesituation haben, zeige ich Ihnen nun den Weg oder the best practice, wie Sie das bewerkstelligen können. Zum einen müssen Sie natürlich in der Systemsteuerung von Windows sicherstellen, dass Sie, ich starte nur die Systemsteuerung, dass Sie unter Geräte und Drucker, na, wo ist er denn? Systemsteuerung, genau. Dass Sie unter Geräte und Drucker natürlich auch einen Zebra-Drucker installiert haben. Okay, also einen Etikettendrucker, der Z-Designer. Nun klicken wir mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Druckereigenschaften aus. Wir finden nun irgendwo die Karteikarte Vorlagen, hier. Hier sollten Sie so eine Vorlage definieren. Und zwar habe ich schon gemacht, ich habe hier auf Neu geklickt. Dann haben wir hier so ein Fensterchen, dann habe ich der Vorlage einen Namen gegeben und habe eine Etikettenbreite und eine Etikettenhöhe hinterlegt. Dann habe ich mit auf OK bestätigt, auf den Button Übernehmen geklickt und OK geklickt, damit die Änderungen im System bzw. im Windows übernommen werden. Warum sollten wir das tun, zeige ich Ihnen gleich. Nun gehen wir im Kundenstamm auf Drucken und sagen, wir brauchen einen Kundenausweis. Wir wählen Drucken aus. Hier können wir sogenannte Standards hinterlegen. Wir klicken auf Details und Layout, insofern Sie das noch nicht gemacht haben. So, nun haben Sie ja hier die Möglichkeit, sogenannte Formate zu definieren. Das heißt, bestimmte Grundgerüste zu definieren. Und Sie können dann für ein jeweiliges Grundgerüst sogenannte Etikettenvarianten anlegen. Im Klartext, Sie könnten zum Beispiel für dieses Format, hier zum Beispiel für dieses A1 28446, könnten Sie für eine Kategorie, sprich Kundenausweise, 30 verschiedene Etiketten anlegen, genauso wie wenn Sie sagen, ich brauche von diesem Format für den Artikel Etiketten und so weiter und so fort. Durch diese Konstellation haben Sie eine extrem große Vielfalt und natürlich auch eine sehr, sehr große Flexibilität. Doch kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. So, wir sagen einfach mal, wir brauchen ein neues Format. Ich gehe hier auf Format Details und sage, ich brauche ein neues. Ich nenne das jetzt einfach mal K1, egal. Sie sollten natürlich dem Layout oder diesem Format eine sprechende Bezeichnung geben. Klar, dass Sie das sagen, Kundenausweis oder wie auch immer. Was wichtig ist, Sie sollten an dieser Stelle sagen, das ist ein Spezialetikett. Warum, kommen wir noch dazu? Und weiter unten wählen Sie, weil es ja ein Etikettendrucker ist, die Funktion endlos. In der Papierbreite sagen Sie, das ist 76 mm, in der Papierhöhe haben wir 51 mm, Etiketten pro Zeile haben wir 1 und Etiketten pro Spalte haben wir auch 1 und in der Höhe haben wir Papierhöhe 50 oder wir sagen hier auch 51 und in der Breite haben wir hier 76 mm. Okay. Klicken nun auf Speichern. Wenn Sie alles richtig eingegeben haben, lässt Wabi Profi die Speicherung zu. Wabi Profi überprüft, ob die von Ihnen eingetragenen Angaben auf dieses Format passen. Das heißt, sollten Sie sagen, hey, mein Etikett ist 76 mm breit und 51 mm hoch und Sie haben die gleiche Höhe- und Breitenangaben, sagen aber, Sie haben zwei Etiketten pro Zeile, dann passt natürlich die Breiteangaben nicht und Wabi Profi 3 würde Ihnen dann sagen, hey Benutzer, du hast da einen Fehler gemacht. Okay, so, wir haben jetzt hier gesagt K1. Genau. Dann haben wir hier unser neues Format. Für dieses Format legen wir nun ein neues Etikett an. Hier können wir ein Namensattribut vergeben, zum Beispiel, was weiß ich, Variante 1 oder sonst irgendwas, egal. Ich lasse hier den Namen Standard stehen. So, und wir haben nun ein Etikett mit Grundangaben vor uns, was allerdings noch nicht ganz passt. Warum?
Wenn wir auf den Balken hier auf Detail klicken, sehen wir, dass wir in der Karteikarte General 5,09 cm, also das heißt 51 mm im Prinzip haben. Das ist gut. Nur die Breite von 76 mm passt noch nicht. Warum passt das noch nicht? Tja, weil Barbie ja sagt, okay, ich kenne diesen, ich weiß ja nicht, das ist ein Endlos-Format und ich kenne den Drucker eigentlich nicht. Und dies können wir jetzt ganz einfach holen. Wir machen einen Rechtsklick in die irgendwo ins Leere und sagen Eigenschaften oder Properties, je nachdem, welche Spracheinstellungen Sie auf Ihrem System haben. Nun klicken wir auf den Button mit den drei Pünktchen und holen uns nun unseren Zebra-Drucker, also das heißt unseren Z-Designer-Drucker, den wählen wir aus und bestätigen. Zugleich sagen wir hier Save Printer Environment, das heißt speichere die Druckerumgebung im Etikett. Nun klicken wir auf Page Setup und sagen hier, das ist jetzt das Interessante, das heißt hier im Page Setup, das heißt bei der Seiteneinrichtung, holt sich Wabi nun die Informationen, die Sie im Windows-Drucker, im Druckertreiber im Windows hinterlegt haben. So, nun sagen Sie, dass das Ganze im Hochformat oder im Querformat eben erfolgt, so zum Beispiel. Okay? Wir klicken auf OK, wir klicken wiederum auf OK und wir haben nun eine korrekte Anzeige unseres Etiketts. Wir haben nun 76 mm in der Breite und 51 mm in der Höhe. Das könnten Sie natürlich auch über Rechtsklick Eigenschaften tun, indem Sie dann hier in der Weite dementsprechend die Weite von der Hand eingeben. Wir bestätigen das Ganze, also das sind schon mal Grundinformationen. Wir sagen ja, wir wollen das speichern und wir setzen das nun als Standard. So, ich schließe das Ganze jetzt einfach mal, um Ihnen jetzt den Effekt zu zeigen. Wir haben nun das Etikett angeklickt und Sie sagen nun, ich will eins drucken, ich brauche einen Kundenausweis, hier drucken, zack. Und er hat schon hier den Standard gesetzt. Er sagt, ich habe das Format K1 und hier ein Etikett, das den Namen Standard trägt. Wenn wir nun auf Vorschau und Drucken gehen. Ah, okay. Dann passt was noch nicht. Dann gehen wir nochmal auf Drucken und Layout. Wir gehen bearbeiten. Wir haben 76. Ja, dann nehmen wir es halt minimal. Ach ja, okay. Wir haben hier 76 oder 7,62. Wir wählen hier ein bisschen kleiner, weil wir haben ja gesagt, dass unsere Etikettenbreite 7,6 ist und hier haben wir 7,62. Okay, dann speichern wir das halt, machen wir es ein bisschen kleiner. Klicken hier auf Ausgang, probieren das Ganze nun nochmal. So, und jetzt schauen wir mal an. Also das heißt, was haben wir jetzt gemacht? Wir sind einfach von den Größenangaben leicht runtergegangen. Das heißt, wir haben hier gesagt, in der Karteikarte Detail haben wir gesagt, okay, du bist jetzt nicht 5,08 cm, sondern 5,04 cm. Okay. Und in der Breite haben wir gesagt, okay, du bist jetzt nicht die 5,62, sondern du bist halt einfach 5,57, also minimal kleiner. So, wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, hoffe ich jetzt mal, dass wir hier bei Vorschau und Drucken jetzt eine Großansicht des Etiketts bekommen, ganz genau. Das heißt, wir haben nun natürlich unser kleines Etikett auf eine DIN A4-Seite in der Vorschau. Und das sollte nun, wenn wir es ausdrucken, ich mache jetzt mal so Vorschau und Drucken. So, vielleicht haben Sie es gehört, der Drucker hat gedrückt. Ich reiße das mal ab und schaue mir das Ganze an. Das sieht sehr gut aus. Wir haben jetzt nun einen Kundenausweis auf einen Zebra-Drucker gedruckt. In dem Format 76x51. Und wenn Sie wissen wollen, wie Sie es layouten, das heißt, wie Sie das Etikett anpassen, würde ich Sie bitten, die anderen Videos mal anzuschauen, wo es um Layout- und Designfragen geht. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.